Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Curious Expedition. Und es ist ziemlich genau ein Monat her, seit wir das letzte Mal Curious Expedition gespielt haben. In der Zwischenzeit ist etwas passiert. Ihr könnt es hier schon sehen. Hier steht Alpha 3. Es gab zwei Updates, glaube ich, soweit ich weiß. Mit ein paar Neuerungen, mit ein paar Fehlerkorrekturen, neuen Grafiken und so weiter und so fort. Und die Liste ist lang, die lese ich euch nicht vor, das macht keinen Sinn. Was am meisten Sinn macht, ist, wir springen direkt ins Spiel rein. Und ich würde sagen, wir starten ein neues Spiel, weil, wie ihr seht, ist unser alter Spielstand wieder weg. Aber das war vorherzusehen, das macht auch gar nichts. Und ja, los geht's mit einer weiteren Ausgabe von The Curious Expedition. New Game. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, an den Personen hat sich hier nicht allzu viel verändert. Ich glaube, eine neue Person ist hinzugekommen oder zwei. Ich weiß es nicht. Aber wir müssen uns jetzt natürlich die Frage stellen, wen wir nehmen werden. Das letzte Mal, also wir hatten auf jeden Fall schon mal Charles Darwin, Marie Curie und einen dieser beiden Herren, glaube ich. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal jemanden von unten. Und, naja, wie wäre es denn eigentlich mit einer Frau, die einen Turban trägt oder so eine etwas orientalische Kluft? Fände ich total cool, so gerade, weil auch parallel, während ich das aufnehme, so Anti-Pegida-Gedöns läuft, wofür ich ja stark bin. Also, ich bin stark dafür, dass man dagegen ist. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir mal Freier Stark. Daring Travel Writer and Discoverer of the Fabled Volleys of the Assassins. Eagle Eye, Increasing Viewing Distance. Das kommt mir schon irgendwie viel crispier vor, muss ich mal sagen. Kann aber auch sein, dass ich vorhin die Brille geputzt habe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist dieser Knopf hier neu. Return. Der versteckte sich nämlich sonst immer hier unten im Menü. Glaube ich. Der fällt mir jetzt zumindest auch gerade mal auf. Naja, es wird einige Sachen geben, die uns auffallen. Und ich würde sagen, wir bestreiten jetzt mal ein Abenteuer im 19. Jahrhundert mit Freier Stark. Plüpp. Ja, das sieht auch ein bisschen anders aus. Hier haben wir also eine Karte. Mit genau einer Möglichkeit, etwas auszusuchen. Expedition Nummer 1 von 5. Und wir gucken mal, um was es sich dabei handelt. Dead End Grasslands. A well-balanced region consisting mostly of white grasslands. Wunderbar. Ich hatte ja gehofft, dass wir vielleicht eine Wüste gleich zu Anfang bekommen, denn ich glaube, die Wüstenregion ist was Neues und es gibt Kamele und lauter so ein Zeug. Vielleicht auch irgendwann Dinosaurier, man weiß es nicht. Vielleicht, wenn der Alpha vorbei ist. Gut, also Dead End Grasslands und wir starten natürlich die Expedition. The air was fresh and tasted of salt as I made my way to the docks. There were still some preparations necessary, and I had some more time left. Before our departure, someone approached me with a request. He desired to have a message delivered to the thief of a village located in the region we were headed to. Hier ist das Kamel! Yippie! Wie cool. So, jetzt hätte ich mich inhaltlich auch irgendwie darauf konzentrieren können, was da los ist. Ich habe mich so gefreut, dass da ein Kamel am Start ist. Okay, ja, auf jeden Fall nehmen wir natürlich die Message an. He handed us a letter. I promised to deliver it. The rest of the morning went by without anything worth noting. Just in time, the was prepared to set sails. Just in time, the ship was prepared to set sails. Vermutlich. Da fehlt ein Ship. Okay, wen haben wir denn da eigentlich alles? Hier haben wir hier Etienne Lafont. Oh wie, das ist der Koch. Nicht der Koch, der Koch. A cook who delights in making meals from unusual ingredients. Can cook raw meat. Das ist schon mal zufriedenstellend oder beruhigend, wenn er sich auch mit rohem Fleisch gut auskennt. Hat eine Kapazität von einem weißen Kästchen. Außerdem hat er blaue Herzchen und eine rote Hand. Captain Henry Oliver, den müssten wir eigentlich schon kennen aus den Expeditionen zuvor. Ich lese es trotzdem nochmal vor, weil es ist schon ein bisschen Zeit ins Land gestrichen. Every track needs at least one person in the front line. And this is your man. He finds great satisfaction in combat. Gains sanity through combat. Wunderbar. Hat auch einmal Kapazität, außerdem ein Schwert mit einem blauen Herz. Und hier haben wir sie, Freier Stark. Adventurer Level 1, das sind wir.
oder mit ihr sind wir, Daring Travel Writer und Discoverer of the Fabled Valleys of the Assassins. Hat 2 Kapazität, außerdem ein blaues Auge. Was ist da wohl passiert? Nein, das heißt natürlich, dass sie besonders weit gucken kann. So, und das Kamel, Sir Muller, Camel Level 1. Sehr gut. A Stoic Camel. Ein stoisches, ein widerspenstiges und garstiges Kamel. Kann 4 zusätzliche Kisten tragen. Sehr gut. Das brauchen wir natürlich, weil wir wollen einiges mitnehmen. Und wir haben ein wirklich tolles Schiff, muss ich mal sagen. Sehr schön gemacht. Wunderbar. Und ich würde sagen, wir setzen mal die Segel. Oh. Da wurde sogar intensiv geladen, haben wir gerade gesehen. Und in der Tat hat sich ein bisschen was verändert. Wir haben hier einmal, okay, das können wir natürlich jetzt mal wieder hereinziehen. Das ist sehr cool. Maybe we should head towards to the village for the delivery of the letter first. Conveniently, the man had marked the location of the village on our map. Continue. Gut. Wo ist die... Wo müssen wir den Brief hinbringen? Ich vermute mal hierhin. Light Jungle. Aha, es gibt Geräusche. Wenn man mit der Maus über das... Okay. Sehr schöne Geräusche. Die gab es vorher ja nicht, da war es immer ein bisschen leise. So, dann haben wir hier Grasslands. Jungle Grasslands. 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 Okay, ich denke mal, wenn es darum geht, hier über die einzelnen Flächen zu streichen, dann verändert sich jeweils das. Das heißt, wir können auch in unterschiedliche Gebiete kommen. So, hier oben ist, glaube ich, alles gleich geblieben. Tag 1. Fame haben wir 0. Region Points nur 1. Das ist ein bisschen anders geworden. Und hier oben, aha, können wir wieder was promoten. Können wir tatsächlich jetzt sogar auch. Denn wir haben noch eins frei. Unsere Freier können wir nicht updaten. Den Koch könnten wir updaten, dass er sich nicht nur mit rohem Fleisch auskennt, sondern auch weiß, was man vielleicht mit rohem Gemüse machen könnte. Das könnten wir tun. Oder aber mehr Kapazität. Ich wäre ja dafür, erstmal mehr Kapazität am Start zu haben, weil dann können wir nämlich mehr Dinge tun mit den Einheimischen und so weiter und so fort. Deswegen promoten wir Sir Muller. Bam, bada. Ein weiteres Crate dazu. Wunderbar. Increased Inventory Size. Oh, kann man auch mal von der anderen Seite angucken. Sehr schön. Wunderbar. Dann würde ich sagen, geht's mal los mit unserer Expedition. Wir wollen ja nicht allzu viel Zeit verlieren. Und ich würde tatsächlich sagen, wir gehen erstmal zu unserem Dorf. Und gucken mal, ob wir dort den Brief loswerden. Enter the village. We entered a native village of a warrior tribe. The villagers observed us with curiosity. They were kind and offered to help our cause. Das ist natürlich sehr freundlich. Und hier haben wir in der Tat die Möglichkeit, den Brief zu deliveren. Okay, hier gehen schon intensive Dialoge im Dorf ab. Don't be such a downer. Hier unser Kamel. Vielleicht kriegen wir hier ja noch die Möglichkeit, uns einen Wasserbüffel zu besorgen, wie beim letzten Mal. Erstmal werden wir den Brief delivern. We were taken to the village elder. The elderly woman was a compulsive talker and told us about the best sights to see in the region. Sehr cool, sie erzählt uns also, wo wir unbedingt mal hin müssen, weil es eine coole Region. Including a holy shrine, which she marked on our map. We felt comfortable in the midst of the overjoyed villagers. Cool, sehr ausgelassene Leute am Start und wir fühlen uns total wohl bei denen. Dann würde ich sagen, wenn die sich schon so wohl fühlen, versuchen wir mal jemanden zu rekrutieren. Schadet nicht und könnte sogar sein, dass wir dann einen Wasserbüffel bekommen. Another helping hand would be good. We talked to the villagers to find out if anyone was inclined to seek fame and glory. We were out of luck. However, one of the elder villagers insisted in offering us one of the smallest donkeys we had ever seen. Okay, wir wünschten uns insgeheim einen Wasserbüffel und bekamen einen kleinen Affen.
Und ich vermute mal, dass dieser Affe uns vielleicht irgendwann mal nützlich sein könnte, weil er kleine Finger hat und gerne in Ecken reinkommt, wo wir sonst nicht reinkommen. Deswegen würde ich mal sagen, rekrutieren wir doch mal einen Affen. Ach nee, es ist kein Affe. Kein Monkey, sondern ein Donkey. Also ein Esel. Ja super, Esel nehmen wir natürlich auch. Kann auch Dinge tragen. Ist alles gut. We got a donkey. While they remained very polite, we could tell that the villagers had become somewhat tired of our prolonged stay. Jo, und da wir auch noch nicht allzu müde sind, wie wir hier sehen, an unserer Sanity, die wir ja brauchen, um uns irgendwie fortbewegen zu können, würde ich sagen, lieben wir auch mal die Stadt. Haben ja echt toll am Start, haben uns einen Esel besorgen können und einen Brief abgegeben. Von dem her ist alles gut, wir können weiterziehen. Leave. We got ready and departed as new adventures could be waiting around the next corner. Oh yeah. Wunderbar. Hier wurde uns was markiert, und zwar ist das der Schrein. Und hier haben wir einen Berg. Something is here, elevated position. Okay. Hier ist etwas in einer gehobeneren Position. Wohin führt uns denn der Kompass im Moment? Gut. Irgendwo hin, wo wir halt noch nicht waren. Hier unten sehen wir schon ein bisschen was zu der Höhle. Ich würde sagen, wir ziehen lieber ein bisschen weiter. Da müssen wir schon mal ein bisschen aufpassen, aber ich würde sagen, so Richtung Fragezeichen wäre es eigentlich schon nicht schlecht. Darum würde ich sagen, gehen wir mal in diese Richtung. Okay, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Jetzt müssen wir aufpassen, da sind Hyänen. Momentan schlafen die noch, aber wir müssen es ja nicht drauf ankommen lassen. Ich würde sagen, wir versuchen mal hier hinzugehen und dann nach unten durch. Finde ich übrigens ganz nett, wie die Wolken hier so am Start sind. Ich weiß nicht, ob die vorher auch schon da waren. Fällt mir diesmal aber irgendwie positiv auf. Macht irgendwie einen etwas abgerundeteren Eindruck mehr irgendwie. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber ist ja schon mal positiv. So, dann ziehen wir mal weiter. Und zwar hier durch dieses dichte Busch. Was ist denn das hier eigentlich? Achso, das war nur unser Pin. Caps Giant Luminescent Butterfly haben wir gefunden. Wunderbar, da gehen wir natürlich sehr gerne hin. So, und die Hyäne hat ja einen ziemlich großen Einzugsbereich. Was haben wir eigentlich an Inventar da, um uns eventuell zur Wehr zu setzen? Huch. Was haben wir denn hier? Achso, wir haben wahrscheinlich gescrollt. Okay, alles gut. Wir haben natürlich den Whisky. Wunderbar. Obwohl wir keinen Schotten dabei haben, kann man gut gebrauchen, um zu traden. Dann haben wir Kostenflair dabei. Jo, damit können wir uns auch verteidigen. Und ein Seil, das ist auch immer sehr hilfreich. Außerdem Munition. Wunderbar. Wir sind momentan dort, wo der Pfeil ist. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter direkt hier hin und hoffen, dass die Hyäne, die jetzt ja gerade so pennt, uns nicht allzu sehr auf die Pelle rückt. Ja, Gott sei Dank, jetzt wandert nach oben ab. Wunderbar, aber da ist schon die nächste Hyäne. Und so wie es aussieht, sind ja einige wilde Tiere am Start. Also ich würde mal sagen, die Dorfälteste hat uns dorthin geführt, wo die meisten wilden Tiere sind. Vielen Dank dafür, liebe Dorfälteste. Kann ich nur sagen, recht herzlichen Dank. Aber natürlich gehen wir jetzt auf diesen Berg zum Wasserfall. Und da haben wir ja auch eine bisschen exponiertere Position und sehen vielleicht dann noch ein bisschen weiter. So, explore the waterfall. Oh, das sieht jetzt aber schön aus. Okay, da haben sie auch nochmal Hand angelegt. Der Wasserfall sieht jetzt tatsächlich wie ein Wasserfall aus. Sehr schön. We arrived at the magnificent waterfall. It was an awe-inspiring sight. The water cooled down, the air creating a fresh breeze. Gut, jetzt haben wir natürlich schon die Hälfte unserer Sanity verbraucht. Würde ich sagen, lass uns mal eine Nacht hier bleiben. Bisschen erfrischen, kann der Esel ein bisschen was trinken, das Kamel auch, wieder die Höcker auffüllen, alles gut. Übrigens, das ist kein Kamel, sondern das ist ein Dromedar. Hat nämlich nur einen Höcker. Aber vielleicht heißt Camel, ja, das muss ich nochmal recherchieren. Ich glaube, gibt es dafür zwei verschiedene Begriffe im Englischen? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, wenn man so besetzen müsste, würde man sagen, das ist ein Dromedar. Gut, genug geklugscheißert, lass uns mal ein bisschen hier über Nacht bleiben. We settled down, allowing everyone to rest. Our group was growing tense, and the discussion between Captain Henry Oliver and Etienne Lafont grew into a loud argument. A moment later, the two were at each other's throat, trying to strangle each other with seemingly serious intentions.
Gut, die sind dann übereinander hergefallen. Leider nicht aus Liebe, sondern aus Wut und haben sich gegenseitig gewürgt. Ich würde mal tippen, der Koch hat gewonnen. Wir haben jetzt die Möglichkeit daraus, hier festzulegen, wer von den beiden in Haft gehen soll. Arrest Captain Henry Oliver oder Etienne Lafont. Ich würde mal sagen, wir stecken den Koch für einen Tag. Nee, wir stecken den Soldaten in für einen Tag, den arresten wir, weil wer kocht sonst unser Essen? Ist die Stimmung völlig am Arsch. Deswegen, jawohl, der Soldat. Außerdem ist der das gewohnt. Zack. Our attempt to overwhelm Captain Henry Oliver was ill-fated. He slipped away, yelled all manner of obscenities and fled into the darkness of the night. What? Haben wir den jetzt verloren? Das wäre ernsthaft tragisch, weil es unser Soldat war. Sleep. Tatsächlich. Na, das ist ja mal eine tragische Entscheidung. Jetzt würde mich interessieren, ob das jetzt per Zufallsgenerator war oder ob wir tatsächlich, wenn wir das nächste Mal den Koch nehmen würden, also ob einfach einer von beiden auf jeden Fall abhaut. So, ne? Also, the next morning we woke to the gentle noise of the falling water. Wunderbar. Haben auch 20 Punkte verloren und einen unseres Teams. Das ist so ziemlich das Schlimmste, was einem Team passieren kann, wenn jemand geht, weil er wütend ist. Vielleicht finden wir ihn ja wieder. Fände ich ziemlich gut. Oh, und die Hyäne kommt uns bedrohlich nahe. Ich würde sagen, wir ziehen hier mal schön wach nach rechts ab. Vielleicht können wir es auch hier hoch schaffen. No! Oh mein Gott, das war aber knapp. Okay, aber wir haben dafür einen Trading-Karawan gefunden. Allzu viel zum Traden haben wir ja noch nicht. Aber ich würde sagen, da gehen wir mal hin, riskieren das. Die Hyäne scheint jetzt nicht ganz so gefährlich wie diese zu sein, weil die irgendwie weniger Gebiet eingenommen hat. Aber da gehen wir einfach mal hin. Approach Trader. A trading caravan had set up camp here. Krasse Mucke. The mysteriously dressed trader had a lot of useful goods on offer. Most of them seemed to be the remains of other failed expeditions. Das ist schon mal sehr verdächtig, aber wir kennen das ja schon. Wir traden da mal ein bisschen. The trader smiled nervously as he produced his wares. He hesitated before presenting us a selection of his wares. We could not help but think that he had more valuables to sell. Okay, was könnten wir denn alles Schönes einkaufen? Wir hätten hier Murmeln, farbige Murmeln. Dann hätten wir eine Schatzkarte. Das ist immer verdächtig. Man kauft eigentlich keine Schatzkarte von jemandem, den man nicht kennt. Ganz schlechter Tipp. Dann nochmal eine Kostenflair. Haben wir aber schon eine. Climbing Gear. Machete ist cool. Und Dynamit. New York. Brauchen wir eigentlich gar nicht. Deswegen würde ich sagen, ziehen wir mal weiter. As we left the trader, he packed up his caravan and moved on. He seemed to expect to see us again. As customers or the next failed expedition to free of their worldly possessions. Nun gut. Sollte es so sein, sehen wir uns nicht wirklich wieder, sondern er sieht nur uns. So, wir kontinuieren mal und sind hier. Und ich würde ja gerne zu dem Shrine gehen. Jetzt weiß ich aber nicht, ob sie an dem Shrine selbst irgendwas verändert haben. Also ich will hier auf jeden Fall aus dieser Klemme raus, das steht schon mal fest. Von dem her werde ich in diese Richtung laufen. Da können wir es auch gleich zu dem Shrine probieren. Wow, okay, das war ja super glücklich, wie wir da durchgekommen sind. Freyas Deadly Moth haben wir entdeckt. Wunderbar, das gibt ein paar Pünktchen. Und unsere Energie geht langsam zu Neige. Das heißt, wir müssen uns langsam überlegen, ob wir noch hier vielleicht bei dem Fragezeichen noch ein Dörfchen oder sowas in der Art. Wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal diesen Schrein examinieren. We approached what appeared to be a holy shrine. The natives of the region had placed several sacrificial offerings on the outside. We found a stone portal, which would hopefully lead us to the shrine's secret. Enter shrine. Okay, I was truly mystical place. In the center of the room an altar was flooded by light. Und der Koch steht schon da am Altar und wartet auf die Opfergabe, nämlich der Esel. Nein, natürlich nicht. Investigate. We found a magical artifact perched precariously on top of the altar.
Es ist ein goldenes Messer. Sehr schön. Golden knife, a ceremonial knife made of gold. This was probably used for sacrificial rituals. Da freut sich der Koch, dann hat er ein neues Kochmesser. Das werde, glaube ich, allerdings ich nehmen und gut verwahren. Und das nehmen wir einfach mal. Ja. Now, what did that help? Na gut, wir bekommen halt ein paar Punkte später mehr, die wir ganz gut gebrauchen können, glaube ich. Oh, we are cursed. Wir sind verflucht. We took the artifact from the altar. Suddenly, a high-pitched screech came from the altar. What? We all ran outside holding our heads in pain as the shrine collapsed. Etienne Lafont started behaving strangely. Okay, der macht sich jetzt schon in die Hose. Dem müssen wir, glaube ich, später noch ein bisschen Whisky geben. Leaf. Standing minus 4. Oh, das hat hart getroffen natürlich. Ich frage mich ja eigentlich auch mal, we should have left an hour ago. Okay, wie man eigentlich noch mehr Ansehen bekommen kann. Das ist uns, glaube ich, noch nie passiert, oder? Doch einmal, glaube ich. Einmal. Okay, was haben wir denn hier? Kleptomania. Der gute Mann cannot resist the constant urge to steal objects, hat der Mann. Okay, dann war er der Richtige, der der das Messer genommen hat. Vermutlich ist er jetzt kuriert. Dann Lepidopterophobia. Scared of butterflies and moths. Da hätte er vielleicht nicht auf unsere Expedition mitkommen sollen, denn wir fliegen hier, wir haben hier wahrscheinlich unendlich viele Flugwesen um uns herum, während wir uns durch den Dschungel boxen. So, und ich würde sagen, wir gehen mal weiter zu dem Fragezeichen und finden heraus, was uns dort erwartet. Wunderbar, ein Village. Da werde ich jetzt mal versuchen, ob wir da schlafen können. Es kann aber sein, dass unser Ansehen schon so scheiße ist, dass die uns einfach wieder rausjagen. Enter Village. Today we reached a village of a scout tribe. As soon as they spotted us, the natives approached us. We seem to have garnered a bad reputation by now. Hm. Gut. Handeln. Wäre jetzt nix. Ich glaube, wenn wir über Nacht bleiben, ist gar nicht schlecht, weil dann kann es sein, dass wir denen mal ein bisschen Whisky noch geben. Das probieren wir einfach mal aus. The natives were willing to let us rest in their village. However, they demanded compensation because of our bad reputation. Ah, ich erinnere mich. Das war das. Dann machen wir das mal so. Dann geben wir denen noch eine Knarre. So. Und wir geben ihnen mehr. Vielleicht hier noch eine Kugel oder so, genau. Wir geben denen mehr, als sie verlangen. Vielleicht wird durch unsere Großzügigkeit ihr Ärger besänftigt und unsere Reputation steigt. Das werden wir jetzt mal ausprobieren. Und eigentlich ist es das Mindeste, was wir tun können, nachdem wir ihr goldenes Messer geklaut haben. So, Deal. Okay. As darkness fell, the natives lit a campfire and invited us to sit with them. The villagers were very hospitable, and we spent an enjoyable evening with them. Das war doch ganz, ganz nett, glaube ich, bei denen. Hm? Sleep. Okay, wir haben trotzdem heftig an Reputation verloren. The night was quiet and peaceful. The following morning, we were woken by a group of native children seemingly making fun about us oversleeping. It was obvious that we had stressed the hospitality of the villagers too much. Und deswegen würde ich sagen, verlassen wir auch diesen wunderbaren Ort, wo wir zu Recht etwas unfreundlich behandelt werden, weil wir nämlich ein goldenes Messer vor dir geklaut haben. We told the man to pack up and departed, as new adventures could be waiting around the corner. The villagers were grateful to see us go. The following days we had the uncomfortable feeling of being watched. I watch you. Okay, wir kontinuieren mal. Wunderbar, da sind wir doch einigermaßen gut der Sache noch entronnen und haben ein bisschen Energie aufladen können. Und deswegen würde ich jetzt sagen, machen wir uns weiter auf die Reise Richtung Grasslands. Ich glaube, wir befinden uns ja gerade auch Grasslands. Diese Ansicht ist auch neu. Da sieht man, was man so alles finden kann, nämlich Höhle, Wasserfall und Dorf. Hier haben wir auch Dorf, Tempel und Wasserfall. Wunderbar. Hier haben wir allerdings noch nichts entdeckt. Deswegen ist da auch noch nichts. So, jetzt ist die Frage, gehen wir links lang oder rechts lang? Schwierige Frage, ich würde eher sagen rechts lang.
Nein, eine Hyäne. Aber was ist das denn hier für ein braunes Ding? Ach so, das ist einfach noch nicht aufgedeckt. Gut, Hyäne schläft zwar, aber wir wollen trotzdem nicht in diese Richtung gehen. Deswegen würde ich vorschlagen, wandern wir eher mal in diese Richtung. Okay. Seltsame Geräusche. Dann gehen wir mal hier hoch weiter. Eine weitere Hyäne am Start. Und wir haben wieder ein Freyr's Luminescent Fire Dragonfly gefunden. Wunderbar. Aber wir gehen unbedingt in die Höhle, würde ich sagen. Wie kommt man denn da hin? So. Bloing. Hier haben wir so ein Pünktchen bekommen. Wunderbar. Und wir exploren the cave. We approached a cave. Its opening seemed to lead deep into the mountain. We needed a torch in order to venture into its depth. Das stimmt, wir haben keine Torch. Tja, daran hätte ich ja auch mal denken können. Okay, wieder was gelernt, wunderbar. Time to move on, auf jeden Fall, weil unsere Sanity geht hier schon wieder bedrohlich nach unten. Und wir sind noch gar nicht so weit gekommen. Hier sind wir schon tot. Und das wird hier unsere letzte Rettung sein. Auf zum Wasserfall. Wir müssen uns dringend ausruhen. Und was sagt denn unser Kompass? Der sagt zumindest, dass wir schon mal in der richtigen Richtung unterwegs sind. Hier irgendwo wird unsere Pyramide sein. Wir haben noch einmal Whisky. Das können wir trinken. Dann bekommen wir noch ein bisschen mehr Sanity. Wir werden jetzt aber auf jeden Fall erstmal den Wasserfall exploren. Und über Nacht bleiben, das steht fest. This is a true testament to the greatness of creation. Auf jeden Fall. Oh, und hier heißen wir Captain Henry Oliver zurück. We settled down, allowing everyone to rest. It was a calm, eventless night, until suddenly Captain Henry Oliver stepped out of the darkness into the light of the campfire. He was shaking mightily and started crying. When he saw me. Ja, ich habe dich auch sehr vermisst. So, welcome back. I was happy to have him at my side again. I wondered how he had been following. I tried to speak with him about what happened, but he didn't want to speak about it and I quickly dropped the topic. Wunderbar, dann haben wir wieder unseren Captain Henry Oliver am Start. Das ist wunderbar. Und wir haben nicht ein einziges Pünktchen Sanity gewonnen. Ah, ich glaube, wir waren gar nicht dort, oder? We settled down, allowing everyone to rest. Anxiety lay heavy upon the track. Captain Henry Oliver told us that he had been so nervous that he dropped an item during our last leg. Und hoffentlich nicht den Whisky. Okay. Sanity plus 20. Das war jetzt schon mal sehr gut. Ich würde sagen, wir resten nochmal overnight. Das müssen wir unbedingt tun. Oh nein, jetzt passiert schon wieder irgendwas. We settled down, allowing everyone to rest. Our people were growing tense and the discussion between Etienne Lafont and Captain Henry Oliver grew into a heated argument. Schon wieder. Das kann ja nicht wahr sein. Jetzt muss ich schon wieder aussuchen, wer lief. Diesmal würden wir mal den Koch nehmen. So. Und auch er verabschiedet sich in die Dunkelheit der Nacht. Nun gut, so ist das nun mal. Es ist da, glaube ich, einfach egal, wen man auswählt. Der wird auf jeden Fall sich verabschieden. Nun gut. Da haben wir praktisch den einen mit dem anderen ausgetauscht. Aber dafür haben wir den Kleptomanen am Start weg. Und wir haben wieder 41 Sanity. Das heißt, wir leaven mal und versuchen jetzt endlich mal zu unserem eigentlichen Ziel zu gehen. Und natürlich werden wir versuchen, auch diese Hyäne zu entgehen. Kann aber sein, dass wir jetzt schon in unseren ersten Kampf kommen. Oha, was haben wir denn hier gefunden? Interessant. Wir haben einen Slaver am Start. Okay. Was ist denn das? A Slaver, ein Sklavenhändler? Ja, tatsächlich. Oh Mann, okay, krass. A Slaver, along with a group of armed guards, had set up a camp here, along with a dozen natives in irons.
Fight Slavers. Dafür hätten wir 10 Munition gebraucht. Ich glaube, damit hätten wir unsere Reputation auch richtig fett hochbringen können. Aber wir haben natürlich jetzt eine Kugel schon verschwendet. Das werden wir uns aber merken, dass wir immer mindestens 10 oder mehr Kugeln am Start haben. Weil dann können wir nämlich die Sau hier bestrafen und die Slaven befreien. So, jetzt gucken wir uns stattdessen halt einfach mal die Slaven an. Ach so. A slaver along with a group of armed guards had set up camp here, along with 1,000 natives in irons. He demanded payment upfront. Nö. Guards sat in the corner, tinkering with their weapons. Mhm, ich verstehe. Na gut, wir liefen, glaube ich, einfach mal besser. Und Mr. Henry Oliver ist so excited for more adventures. Ja, wir auch. Und wir haben natürlich noch ein bisschen Sanity. Das heißt, wir werden natürlich zu diesem Dorf hier ziehen. Aber es sieht so aus, als ob hier nirgends die Pyramide wäre. Wahrscheinlich hier im Busch. Okay. Da könnten wir jetzt direkt hingehen. Würde uns 19 kosten. Hier hätten wir noch ein Village. Unsere Reputation ist aber echt scheiße. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir jetzt hier hingehen. Ich vermute mal stark, dass dort die Pyramide ist und damit unsere Expedition beendet. Oh, jawohl. Pyramide am Start. Wunderbar, das war auch wirklich knapp, muss ich sagen. Aber das war dieses Mal auch gar nicht so einfach, weil wir, glaube ich, gar nicht so... Also wir haben gar nicht aussuchen können, was wir für Teile mitnehmen wollten. Ich glaube, das war der Grund. Nun gut, wir explorieren auf jeden Fall mal die majestätische goldene Pyramide. A majestic golden pyramid rose above the jungle. I found the goal of my adventure. Yippie! Eine Pyramide! Wir entern die Pyramide. After weeks of traveling, euphoria overcame me. I knew that my new name would be forever remembered. Auf jeden Fall. Und wir choosen uns mal einen Perk. Choose a new perk for your explorer. Das machen wir natürlich sehr gerne. Einmal hier 2 Monitore. Heavy Carrier natürlich. Kann 2 Monitore auf einmal tragen. Gain 2 additional inventory slots. Nicht so schlecht. Was haben wir noch? Waterproof reduced improvement costs in shallow rivers. Okidoki. Damit saufen wir nicht ab. Und Desert Explorer. Reduced movement costs in deserts. Und weil ich insgeheim hoffe, dass wir das nächste Mal in einer Wüste sind, weil wir das noch gar nicht gesehen haben, würde ich mal sagen, nehmen wir das Wüstenperk, was so ein bisschen aussieht wie das Auge des Ra, und wir dealen. Good luck on your future expeditions. Finish Expedition. Wunderbar, Success! Und hier kommt der Zwischenstand. Golden Pyramide, 120. Ein goldenes Messer, 30. Wir haben 6 Butterfliegen gefunden und außerdem 83 Tage gebraucht. Unser neuer Fame beträgt 73. Wunderbar. Dann gucken wir uns nochmal kurz die Karte an. Jo. Haben wir eigentlich relativ viel auch erkundet. Bis auf den Grasslands Jungle. Das Dorf hätte ich sehr gerne noch angesehen. Aber ich glaube, wir müssen einfach in Zukunft dem Ausrauben von Tempeln widerstehen und stattdessen diese vermaledeiten Sklavenhändler abknallen und dann, weil ich glaube nicht, dass man mit denen argumentativ irgendwie zugegen kommen könnte, und dann klappt es, glaube ich, auch mit unserer Reputation. Schauen wir uns mal den Report an. Oh, wow, okay, das ist auch neu. Das könnten wir uns jetzt alles durchlesen. Das tun wir aber nicht, weil wir haben es gerade eben erlebt. Wir könnten das nochmal durchlesen, aber hier Fame 74, Total Days 83, das covert 80%. How will this journey end? Ja, auf jeden Fall, gute Frage. Und zack, da sind wir auch schon wieder zurück auf der Webseite. Da gehen wir mal hier wieder hin. Okay, sind wir jetzt plötzlich komplett rausgeflogen. Und unser Game ist auch weg. Das heißt, wir müssen beim nächsten Mal wieder neu anfangen. Das macht aber nichts. Dann nehmen wir nämlich einfach einen neuen Charakter und probieren den mal aus. Dann würde ich jetzt sagen, ja, hat Spaß gemacht. Es geht auf jeden Fall weiter mit The Curious Expedition. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Und ja, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann abonniert den Kanal. Ansonsten gerne auch in die Kommentare schreiben, welchen wir vielleicht als nächstes spielen sollen. Sucht euch doch was aus. Scrollt nochmal zum Anfang der Folge. Und ja, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.
zu The Curious Expedition.